wartet das Spiel der Spiele. Zweieinhalb Tage. Beachvolleyball-Bundespokal nähern sich dem Ende. Und ich hätte gerne einmal gewusst, seid ihr bereit für das Finale? Sehr schön. Dann lasst uns ihn noch einmal begrüßen. Unser Schiedsrichter aus Eckernförde, Lasse Windü. Und auch ein letztes Mal hallo und herzlich willkommen heute an unseren Moderator aus Frankfurt am Main. Hier ist Daniel. Ja, wir haben langsam seine Tränen auf das verlorenen Hessischen. Und getrocknet hat man sich jetzt hier des Stolz auf ein Nachbarschaftsduell, für das wir gedanklich sehr, sehr weit in den Süden Deutschlands reisen müssen. Im Finale warten Baden-Württemberg gegen Bayern. Rufen wir, jawohl. Genau, rufen wir die Beteiligten aufs Feld. Er ist ein 86 groß, kommt ursprünglich vom TSV Vaterstetten, Wohnort Kaufbeuren. Und jetzt holen wir ihn auf den Center Court. Riesen Applaus für Luis Flippe. Und ebenfalls dieses Lauschers. Ebenfalls vom BV Partnerstadt 93 groß. Herzlich willkommen, Simon Kunze. Da ist es also das Team Bayern. Zeit für das Team Baden-Württemberg. Ich habe vorhin schon gesagt, einen Bundespokal haben sie schon geholt mit der Mannschaft in der Halle. Vielleicht ja auch den jetzt am Beach. 1,94 ist er groß, er kommt aus Freiburg vom FT. Herzlich willkommen, Sven Winter. Und weiter der in der Oberliga hier am Dampferstrand will er heute Gold holen. Ebenfalls aus Freiburg vom FT 1,84 groß. Niklas Stoß. Ja, auch bei den Jungs geht's. Zwei Gewinnsätze, 15 Zieler werden ausgespielt. Lass das Lied sehen wir als Bonus, als Belohnung für vieles Klassen noch ein Freiburg oben drauf. Baden-Württemberg gegen Bayern, wer holt die Bundespokalkrone 2014? Die Antwort präsentiert von unser Norden, frische und genossene. Oh.
Dann möchte ich auch den Treffer kommen. Achtung, bitte, wir bitten Frau Anja Meier. Frau Anja Meier, bitte mal hier an der Moderation. Danke schön. Ja, das
Another movie to the next. 15, 15. Fehler geht dieser Satz um sein Ende. 15:11, die Bayern legen vor, 1:0 nach Fuß. Einmal kurz durchschnaufen und dann sind wir gleich wieder zurück hier, wenn es weitergeht. Thank you.
Zeit. Ein Feind und Klatsch und Klatsch und Klatsch. Findet euch bitte im Player-Shirt hinter der hinteren Auswechselbank an, also die Auswechselbank, Quatsch, die Spielerbank, die sich dichter an der Anzeigetafel befindet. Ja, yes, sir. Damit wir dann die Siegerehrung sehr schnell starten können, damit wir alle Zuschauer nicht zu lange warten lassen, bis wir Kurve in die Aufsicht bringen. Also. Bei den Frauen Platz 1 und 3 und bei den Männern Platz 3. Findet euch bitte schon mal langsam im Spieler, im Player-Shirt hinter der Spielerbank hinter der linken. Ein Dankeschön. Geiles Teil! Yeah! Guys!
Wer war drauf zu sagen? Bube, Dame, Junge. Applaus für alle vier hier!
Und den ersten Satzball, den setzen wir selber ins Netz. Würde ich euch mal bitten hier, die alle eine Klatschpappe in der Hand haben. Gebt einen Riesenapplaus für das gesamte Helferteam hier am Strand. Wir haben 5 Tage für euch investiert, 3 Turniertage. Aufbau, leichter Abbau. Dankeschön. Wir führen hier beim allerletzten Satz eine Neuerung ein. Und zwar werden wir zu Satzbeginn alle aufstehen und uns erst hinsetzen, wenn der erste Punkt auf der Anzeigetafel steht. Ja, langes Sitzen ist eh ungesund, ne? Also gleich, wenn die Teams kommen, stehen wir alle auf. Das ist definitiv der letzte Satz, der kommt.
Und wieder hinter ihm. Lange stehen ist ungewohnt. Thank you.
vom Team aus Bayern. So, jetzt wollen wir mal Folgendes machen. Wir wollen mal alle Leute, die hinten am Strand sind, die jetzt leider nicht hier dabei sind oder absichtlich nicht, wollen wir mal erschrecken mit ganz viel Lautstärke. So, mal runterfahren, ist ganz ruhig. Und wenn die Teams gleich zurückkommen, dann gebt ihr alles. Nicht 100%, nicht 150%, 1000%. Mit Jubel, mit Klatschen, mit allem. Dass alle am Strand einen Schreck kriegen, was hier. Okay? Hol mir! Ja! 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 Ja
Männer vergehen dann gleich die Sieger hervor. Ja, an dieser Stelle, wir bitten an alle Zuschauer noch den Moment da zu bleiben, damit die Athleten dann auch die nötigen Geräuschkulisse bekommen. Hier beim Beachvolleyball-Bundespokal 2014. Wir bauen jetzt ganz schnell unten den Center-Korder um für die Siegerehrung. Umbaupause.